Hallo alle zusammen. Heute geht es mir um das Thema 5 Fehler in der Landschaftsfotografie und warum du sie unbedingt vermeiden solltest. Viel Spaß. Da ich ja häufig die Anfrage bekomme, worauf man denn bei der Landschaftsfotografie achten sollte, denke ich, ist es ein guter Zeitpunkt, um mal ein Video über dieses Thema zu machen und um dir die Möglichkeit zu geben, 5 Dinge auf jeden Fall richtig zu machen. Punkt Nummer 1, komme aus deiner Komfortzone heraus. Damit meine ich nicht nur, den Wecker zeitiger zu stellen, sondern deine Vorsätze auch tatsächlich umzusetzen. Was nützt es dir, wenn du tolle Vorsätze hast und nichts davon umsetzt und Fotos von anderen anschaust und dir immer sagst, okay, das ist toll, das ist auch schön, das hätte ich auch gern und selbst eigentlich vor deiner Tür tolle Fotos machen kannst. Also geh raus und mach's einfach. Du wirst sehen, ohne Anstrengungen und ohne Schweiß und ohne Arbeit wirst du keinen Erfolg haben und du wirst auch ohne die Anstrengungen keine besseren Fotos machen. Das heißt, das A und O, und das ist die Grundvoraussetzung für das Thema, was kann ich tun, um bessere Fotos zu machen, du musst aus deiner Komfortzone herauskommen und du musst definitiv wahrscheinlich einige Dinge verändern. Punkt Nummer 2, kenne deine Technik. Man muss nicht mit einer Profikamera losziehen, man braucht auch kein Profi-Equipment, ein Profi-Objektiv, sondern für die meisten Situationen in der Landschaftsfotografie, Klammer auf, Milchstraßenfotografie ist etwas speziell, brauchst du keine spezielle tolle Kamera, sondern das meiste wirst du mit deiner normalen Kamera machen können oder mit deinem Smartphone, wenn du vielleicht eine tolle Kamera-App drauf hast und das reicht völlig aus. Die meisten Bilder macht man sowieso bei Blende 7, 8 aufwärts und da kann man auch mit dem Standard-Zoom-Objektiv eine ganze Menge machen und ich habe das auch in meinen anderen Videos schon erwähnt. Nehmt die Standardlinse, wenn ihr sie drauf habt. Warum müsst ihr was Teures kaufen? Die reicht für Landschaftsfotografie aus und für die meisten Situationen braucht ihr auch nichts anderes. Mach dich auf jeden Fall mit deiner Technik vertraut. Das heißt, schau dir an, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Grenzen und dann weißt du genau, okay, das kann ich damit machen und damit geht's halt nicht. Aber ich glaube, wenn du dir anschaust, was du damit machen kannst, dann wirst du gar nicht sagen, du brauchst was Neues, sondern du wirst sagen, ich muss einfach mal rausgehen und die Fotos machen. Der dritte Punkt wäre die Planung, das heißt Zeit und Ort im Voraus zu planen. Wo bin ich? Wann zu welcher Uhrzeit? Wie lange brauche ich für den Weg hin? Kann ich dort irgendwo parken? Laufe ich lange hin, wo ich das Foto mache? Das sind alles so Kleinigkeiten, die müssen bedacht sein und unterschätze diesen Punkt auf jeden Fall nicht, denn wenn du zu spät am Ort bist, wo du fotografieren willst, ist das Motiv weg und das wäre schade. Plan auf jeden Fall mehr Zeit ein, als du brauchst und dann wirst du ganz entspannt und völlig relaxed aufbauen können und kannst auch darauf warten, dass eine tolle Stimmung beginnt. Der Faktor Zeit ist vor allem in der Vorausplanung das A und O, denn es gibt ja nichts Schlimmeres, als zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Ne? Ein weiterer Tipp dazu wäre, geh nicht unbedingt 12 Uhr mittags irgendwo hin und fotografiere einen tollen Spot. Ich zeige dir jetzt ein Foto, um dir auch den Unterschied zu zeigen. Denn wenn du zur passenden Zeit am richtigen Ort bist, hast du eine ganz andere Wirkung im Bild, als einfach nur mittags 12 Uhr, wo erstens alle fotografieren und vor allem, wo das Licht auch nicht wirklich spannend wirkt. Du siehst jetzt, wo ich hier draußen mein Video drehe, es wird immer dunkler, der Scheinwerfer wird auch immer dominanter und so musst du dir das auch beim Fotografieren vorstellen. Man kann sagen, minütlich ändert sich das Licht beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang und dementsprechend wird es dann dunkler, heller oder dramatischer. Der vierte Fehler, der meistens begangen wird, ist das Nicht-Warten auf die passende Stimmung. Ja, es ist schön, wenn man aufgebaut hat und man kann schon ein paar Fotos schießen, wie denn das Bild so wirkt, aber auf die richtige Stimmung zu warten, ist doch eher die Kunst, glaube ich. Und das dauert manchmal doch länger als gedacht. Ich glaube, das Abwarten lohnt sich meistens. Also ich erlebe es oft, dass ich bei einem Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang viele Minuten nachdem die Sonne weg ist oder schon da ist, dann nochmal so ein Moment kommt, wo der Himmel nochmal einfach besonders aussieht und wo man sich sagt, das hätte ich verpasst, wenn ich gesagt hätte, ich bin fertig. Und der fünfte Fehler, der sehr häufig begangen wird, ist der falsche Bildzuschnitt. Wenn du nicht weißt, wie du den Bildausschnitt wählen sollst, dann stell dir immer die Frage, welchen Untertitel oder welchen Titel würde ich dem Foto verleihen. Das heißt also, schau darauf, was ist dominant im Bild und was ist eher weniger dominant oder was ist kaum bemerkbar. Und dementsprechend würde ich den Titel des Bildes aussuchen und den Zuschnitt dementsprechend auch anpassen.
Wenn du einen Sonnenaufgang zeigen möchtest, dann zeig ihn, dass er sehr dominant im Bild ist. Wenn du das Meer zeigen willst, dann zeige das Meer, dass das Meer sehr dominant im Bild ist. Ich fasse für dich nochmal das Wichtigste zusammen. Fehler Nummer 1 wäre, aus der Komfortzone nicht herauszukommen. Das heißt, bewege dich heraus und tu es, geh raus, mach Fotos. Punkt Nummer 2 wäre, sein Equipment nicht zu kennen. Also beschäftige dich mit deiner Technik und schau dir an, wo die Möglichkeiten und die Grenzen liegen. Punkt Nummer 3 wäre eine völlig falsche Planung. Also setze dich damit auseinander, wann du wohin willst. Punkt Nummer 4 wäre die völlig falsche Lichtstimmung im Bild zu erzeugen. Das heißt, überlege genau, wann trifft die Stimmung ein in etwa, die du haben möchtest. Und Punkt Nummer 5 wäre die völlig falsche Bildzuschnittauswahl zu treffen. Das heißt, überleg dir im Vorfeld, was ist dominant, was ist nicht dominant, beachte die Regeln der Fotografie und passe darauf deinen Bildzuschnitt an. Und ich glaube, wenn du die 5 Dinge beachtest, dann wirst du auf jeden Fall schon mal 5 Dinge richtig machen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo hier lässt auf meinem Kanal. Vielleicht likest du auch mein Video, wenn es dir sehr gut gefallen hat. Und in diesem Sinne schon mal vorab viel Spaß bei meinen weiteren Videos und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es gibt nichts Schöneres für mich, als in der Natur unterwegs zu sein und draußen Fotos zu machen.